So, hier haben wir sonst auch nichts außer dem Safe. Das Licht finde ich nicht gut. Na gut, wir haben ja den Schlüssel, aber vielleicht ist da ein Zeitschloss mit dran. Wobei, waren die 1945 schon erfunden? Ich weiß es gar nicht. Doch, klar. Die gab es doch schon zu Western-Zeiten, glaube ich. Ah, es war so klar. Das, die Jungs sind knapp. Das war so klar. Ich hab's bald vermutet. Das Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Wenn Sie sich nicht sofort ergeben. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, wir haben ein Problem. Okay, kurz in Deckung bleiben. Ah, Headshot, sauber. Ja, ja, alles gut. Wir müssen bloß kurz warten, bis wir wieder ein bisschen Farbe im Gesicht haben. So, und dann geht das auch. Ich weiß zwar nicht, wie er es schafft, auf die Entfernung Headshots zu landen mit dem kleinen Revolver, aber ist mir recht, ist mir recht. Okay, bisschen Muni. Oder ist das eine andere? Ach nee, das ist ein Colt 1911 bestimmt, ne? Okay, was haben wir denn noch? Wir haben noch den anderen. Schieß mal mit dem eine Runde rum. Vielleicht kann ich auch noch sammeln. Jawohl. Sehr schön. Selbe Munition wahrscheinlich für den Revolver und für den anderen. Okay, hier vorne kommen wir nicht raus. Gehen wir wieder durch den Hintereingang. Tja, dann werden wir wohl leider nur 200 Dollar kriegen. So wie es aussieht. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Bin ich richtig? Doch, ich glaube, ich bin richtig. Hier geht's nicht lang. Ach, hier. Nee. Ihr verwirrt mich irgendwie. Warum kannst du da nicht durchgehen? Von wo bin ich denn gekommen? Mensch, Leute. Von hier unten, oder? Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, den Weg habe ich genommen hinzu. Ja, ich glaube, das ist richtig. Gab es hier irgendwas? Hier ist ein Typ vorne rausgekommen? Nö. Ach, hier sind wir durchs Fenster gekommen. Okay. Nee, wir gehen mal hier schön durch die Tür raus. Das geht schneller. Und jetzt haben wir ein Problem. Keine Ahnung, wie wir jetzt auf die Schnelle wegkommen sollen. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Verfolgungsjagd mit dem Auto. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Lass uns gleich hier aufs Dach und darüber irgendwie flüchten. Okay, vielleicht ist da auch schon gar keiner mehr, denn ich glaube, die haben wir schon alle abgemurkst. So, schnell zum Wagen. Du holst dann schon mal die Waffe. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, oder? Kannst du... Achso, ich drücke die falsche Taste. Ja, sieht so aus. Die sind alle leer, die Wagen. Dann fahren wir mal gemütlich davon. Gab halt ein paar Polizisten, die draufgegangen sind. Das tut mir äußerst leid. Kann ich nichts für. Okay, wir machen einfach hier die Tempobegrenzung rein. Dann können wir ganz gechillt nach Hause tuckern. Und haben das erledigt. Ich weiß gar nicht, fahren wir jetzt erstmal zur Kneipe? Ich glaube schon, ne? Ja, sieht so aus. Jo. Und damit haben wir das auch bewältigt. Schade, dass wir das nicht ohne Alarm machen konnten. Ist ja doch nicht eine irische Bar, scheint ja doch eine italienische zu sein. Wobei Freddy's Bar klingt jetzt nicht so, aber es ist ja zumindest in Little Italy, ne? Na gut, was soll's. Ich dachte, dass das vielleicht hier irgendein irisches Gebiet ist schon, ein irisches Viertel. Darf's was zu trinken sein? Hast du auch was nicht alkoholisches? Nein. Doch, Kaffee, sehr gut, den nehme ich. Bitte sehr. Das ist auch so die typische Wahl bei mir. Wenn ich irgendwo bin, trinken alle was Alkoholisches. Und da ich so gut wie keinen Alkohol trinke, nehme ich dann meistens den Kaffee. Und, wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal.
Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. Na super. Haben wir irgendwie jetzt einen Tanklaster dabei oder wie machen wir das? Okay, wir haben jetzt ein Zeitlimit, das dachte ich mir fast. Und bis Mitternacht müssen wir so viel wie möglich loswerden, da bin ich ja mal sehr gespannt. Die Stoppuhr, ja, das dachte ich mir, dass die Stoppuhr mir das anzeigt, wie viel Zeit mir noch bleibt. Okay, dann lass uns mal rasen, ne? Was ist denn die nächste Tankstelle? Die ist gleich hier um die Ecke links. Und hinten rechts ist auch eine... wie mache ich das denn? Ich glaube, ich fahre erstmal zu der hier und mache dann hier rüber und arbeite mich nach unten vor. Das heißt, wir drehen mal kurz. Oh, die Stoßstange hängt auch schon nicht mehr so gerade. Ja gut, passiert. Ist eben mein rasanter und wilder Fahrstil. Das zeichnet mich als jungen Burschen eben aus. Das trägt man heute so. Gut, schnell zur Tankstelle. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt einen Haufen Kanister einstecken hat oder wie genau er das jetzt machen will. Aber ist mir auch scheißegal gerade, ehrlich gesagt. Hauptsache her damit. So, ach, kommen wir gleich schon hier aus. Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Coole Sache. Okay, das geht ja relativ einfach. Eine von 6 Tankstellen besucht. Wir haben aber auch schon einiges an Zeit verloren. Sehe ich gerade. Ist auch schon ein Sechstel der Zeit um, wie mir scheint. Okay, 1, 2, 3, die vierte links. Geht klar. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht mehr so viel Polizei unterwegs ist, dass wir auch mal ein bisschen rasen können. 2, 3 und die nächste dann fahren wir dann rum. Okay, geht ja eigentlich ganz gechillt. Ich meine, wenn wir es nicht schaffen, ist ja auch ein Wurst. Kriegen wir halt ein bisschen weniger Kohle. Bin ich richtig? Ja. So wichtig ist das Geld ja nun eigentlich auch nicht. Ich meine, was kaufen wir uns davon? Neue Klamotten? So, kurz angehalten. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Großartig. Weiter geht's. Das ging jetzt relativ schnell. Das ging fix. Das heißt, wir fahren jetzt bis vor und dann rechts rum. Dann die Links-Rechts-Kombination und dann müsst ihr das eigentlich auch schon sehen. Okay, das geht ganz easy eigentlich. Ich hoffe bloß, dass nicht irgendwann hier noch die Polizei kommt und uns hier einen Strich durch die Rechnung machen will, indem sie uns verfolgt. Das wäre ziemlich uncool, muss ich sagen. Okay, jetzt erstmal ein Stück gerade. Oh, ist gar nicht so weit, das Stück gerade. Okay, ist ja alles relativ nah beieinander. Ich bin bloß mal gespannt, wenn wir dann den Seitenwechsel auf die andere Flussseite machen müssen. Ob wir da dann auch so schnell durchkommen, dass das zeitlich noch reicht. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob unsere Karre schnell genug ist dafür. Aber eigentlich... sollte man ja davon ausgehen, dass die jetzigen Missionen darauf ausgelegt sind, dass man eben genau dieses Auto hat. Denn das hat man ja standardmäßig... Hahaha, hey, Verzeihung, tut mir leid. Das hat man ja standardmäßig geklaut an der Stelle. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Ja, sicher. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Okay. Wir müssen... Oh, ich glaube, wir müssen mal ein Stück zurückfahren und dann rechts rum, wieder rechts rum, die zweite links dann und dann gerade. Kriegen wir hin? So. Rechts rum. Gleich nochmal rechts rum. Dann die zweite links und dann gerade. Okay, das lässt sich durchaus machen. Die erste... die zweite kommt dann hoffentlich irgendwann mal.
War ja dieser Knick drin? Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung gehabt gerade. Na gut, was soll's? Scheint ja ungefähr zu passen, wenn ich mir das so auf dem Radar angucke. Okay. Dafür, dass wir schon kurz vor Mitternacht haben, ist noch unglaublich viel los. Ich meine, wenn man bedenkt, dass wir 1945 haben, wo die Autodichte noch nicht ganz so hoch ist. Wobei doch 1945 waren, glaube ich, dann doch schon relativ viele motorisiert unterwegs, ne? So. Wo ist denn hier? Ach, hier. Okay. Hey, Ann. Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja, klar. Sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ja, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Okay. Dann müssen wir jetzt ein wenig weiterfahren, wie es aussieht. Sind noch 4 Stück. Wir müssen aber bloß noch 2 machen, oder? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Denn das war ja jetzt die 4. schon. Wir fahren. Wir drehen um. Fahren bis zur Brücke durch und dann... Ach nee, scheiße, das geht nicht. Ah, wir drehen trotzdem um, fahren rechts rum, die 1, 2, 3, 4, 5. rechts dann. Okay. Müssen wir jetzt also auch mal ein bisschen zählen hier, na toll. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich glaube aber an sich ist das der günstigste Weg, wenn wir hier von oben nach unten das abklappern. Denn dann müssen wir nicht großartig lange Wege fahren. Der dürfte jetzt schon so ziemlich der längste sein. Halt hier lang. Sehr gut. Haben wir noch relativ elegant gelöst, muss ich sagen. Ja, ich weiß, dass die Hälfte der Zeit um ist. Du musst mich darüber nicht informieren, das sehe ich selber. Ich kann die Uhr schon. So, 1, 2. Wenn der große Zeiger unten ist, ist es halb. 3. Passen wir da durch. Sehr gut. 4. Und die nächste müssen wir dann rechts rein. Es sei denn, ich habe gerade eine übersehen. Nee, gut. Genau, hier machen wir rechts rum. Das lässt sich sogar relativ gut driften mit den Karten, muss ich sagen. Ich meine, man muss sich natürlich ein bisschen an die Physik gewöhnen. Die Autos sind relativ schwer. Ist ja auch logisch, war nun mal damals so. Die sind ja aus Stahl gebaut worden. Okay, rechts, links, rechts, geradeaus. Und dann sehen wir es auch schon. Aber an sich, wenn man ein bisschen mit der Handbremse in den Kurven arbeitet, kommt man gut rum. Geht auch schon ein bisschen besser als in Mafia noch. Da hat man es aber auch gemerkt, wenn man dann in der Zeit ein bisschen vorangeschritten ist und dann in den 30ern die besseren Autos hatte, dann ist man doch schon... Halte, bin ich falsch. Dann ist man doch schon ein ganzes Stück besser vorangekommen, als das noch in den 20ern der Fall war, wenn man da mit dem Billigtaxi durch die Gegend gekurft ist. Das war nicht so schön, muss ich zugeben. Okay, hier ist die Tankstelle. Alles klar. Geht ohne Probleme. So, und dann müssen wir gleich nochmal über die Brücke kutschen. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Ja, ja. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Da hätten sie ruhig mal ein paar Sprüche mehr raushauen können. Okay, 5 von 6 Tankstellen besucht. Das heißt, wir müssen nur noch eine auf der anderen Flussseite abklappern. Und dann haben wir das Ganze auch schon. Ja, es wäre genug Zeit. Das sollte eigentlich locker über die Bühne gehen. Vielleicht können wir da sogar noch mehr, als wir brauchen, machen. So, wie war das? Links die zweite rechts und dann links rechts nochmal und dann wieder rechts. Okay. Links die zweite rechts. So, hier vorne ist ein Bulle, ne? So wie ich das sehe. Der hat ja was auf dem Deckel, ein Pippus da. Nee, musst du auch rechts rumfahren, wirklich. Lass mal hier, warte mal. Lass mich mal vorbeifahren. Ich war's nicht. Nein. Ist schon okay. So, links, rechts. Ich lasse den jetzt mal so, wie er ist. Was haben wir denn hier von? Telefon? Was? Geht mich nichts an. So, okay. Sind wir hier richtig? Ja. Dann geben wir jetzt einfach mal Gas und dann werden wir den Bull schon los. Aber wir sind ihn schon los. Na sowas. Kannst du mal sehen. Okay. Müssen wir nur mal ein bisschen auf die Tube drücken, dann passt das Ganze schon. So, haben wir halt mal ein kleines gerades Stück. Okay, jetzt durch den Tunnel und direkt hinter dem Tunnel ist dann auch schon die erste Tankstelle. Und die sind auch ganz gut gelegen hier. Oh. Da war die Motorhaube weg. Naja, gut. Passiert. Warum nicht?
Okay, halten wir uns links in die enge Kurve. Traumhaft. Der Wagen, der zieht schon gut durch, muss ich sagen. Also kann man nicht meckern. So, wo haben wir die Tankstelle? Da vorne, ich sehe sie. Da fahren wir gleich mal so hier und haben den Auftrag schon erfüllt. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es, will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar, ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Nein, nein. Keine Angst, halt einfach den Mund. Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joe zurück. Ich hätte noch mehr geschafft, ihr hättet mich ruhig noch ein bisschen machen lassen können. Na gut, wie ihr meint, wo ist denn Joes Apartment gleich nochmal? Könnt ihr mir das nochmal verraten? Ich hoffe, ihr zeigt mir das gleich noch an. Ja, geht zu Joe, um die Mission abzuschließen. Grandios. So, natürlich auf der anderen Seite. Wer hätte es anders erwartet? Da können wir eigentlich gleich auf der Straße bleiben und dann die Brücke nehmen, die sich da dann rechts abzweigt. Ich hoffe mal, es ist hier irgendwie eine Schnellstraße, irgendein Highway oder so. Der sah ja so aus, dadurch, dass er so durchgängig ist und kaum Abzweigungen hat, könnte das sogar hinhauen. Gut, können wir eigentlich mal schauen, wenn wir hier die Begrenzung reinmachen. Nee, ist trotzdem bloß 40, okay. Hätte er sein können. Auf dem Highway müsste er theoretisch ein bisschen mehr sein. Jetzt vielleicht? Nee, trotzdem bloß 40. Er geht dann auch sofort auf die Bremse, er steigt sofort in die Eisen, wenn wir die Begrenzung reinmachen. Na gut, geben wir ein bisschen Gas, hier vorne ist ja kein Bulle. Das passt schon. Haben wir das ganz gut über die Bühne gekriegt. Ja, ich weiß nicht, mit dem Geld, dass wir dem... Eigentlich müssen wir ja noch ein bisschen Geld dem Mafioso geben, ne? Würde ich denken. Aber gut, geht uns nichts an. Wir behalten es auch gern. Wir haben ja sowieso noch einen Hut bei dem. So rutschen wir nun also ins Geschäft mit dem Mafiosi. Joe hatte also seine Kontakte schon zur Mafia. Wenn auch nur sehr lose. Und wenn auch nur derart, dass er der Handlanger ist für einige kleinere Mafiosi, wie mir scheint. Aber ich bin auch mal gespannt, was er für einen Auftrag jetzt zu erledigen hatte. Und wie es jetzt weitergeht. Also dadurch, dass wir jetzt einen Guthaben haben, wahrscheinlich werden wir jetzt den hiesigen Don vorgestellt, nehme ich mal so an. Ich fahre falsch. Ja, lass dich nicht stören davon, dass ich hier wie so ein Besoffener durch die Gegend fahre, kleiner Bulle. Ist schon okay. Das muss so. Ja, vielleicht werden wir da jetzt den hiesigen Don vorgestellt und rutschen dadurch jetzt so richtig rein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Denn irgendwie müssen wir ja dann reinkommen, ne? Okay, und da sind wir auch schon wieder in Little Italy, glaube ich. Diamond-Modus, ja, wir sind schon fast da. Hier gibt es dann bestimmt irgendwelche Edelkarossen zu kaufen später. So, jetzt sind wir in Little Italy. Ich stand gerade rechts. Okay, und dann gehen wir mal ganz schnell schlafen. Es ist ja auch schon spät. Wir haben es schon nach Mitternacht mittlerweile, nehme ich an. Wir sehen die Zeit ja jetzt leider nicht mehr. Und dann können wir auch mal unsere Karre mit reparieren. Die hat ja jetzt doch schon ein bisschen mehr abgekriegt, als es vorher der Fall war. Jetzt hat sie noch mehr abgekriegt. Naja, passiert. Okay, Karre weg. Und hinein in die gute Stube. Ob die Putze immer noch vor der Tür steht und lauscht? Ich könnte es mir gut vorstellen. Wobei, solche Frauen gehen ja meistens früh schlafen. Nee, ist auch keiner da. Na gut. Dann ab ins Bett, mal gucken, ob Joe da ist. Sieht ziemlich leer aus, die Wohnung. Ich dachte gerade, hier wäre jemand, aber es ist nur der Spiegel. Okay, der BH liegt immer noch auf Joes Bett, also irgendwie scheint er in den letzten Nächten nicht großartig schlafen gekommen zu sein. Gut, soll mir recht sein, wir legen uns hin. Gute Nacht.